Das Feuer ist eingestellt. Geronimo, der letzte große Häuptling der Apachen, ergibt sich dem Kommandeur der amerikanischen Truppen. Damit ist das Ende einer langen, blutigen Fehde zwischen Indianern und Weißen gekommen. Doch halt! Was geschieht da? Wem gilt dieser Schuss? Nehmt ihn gefangen, sonst geht ihr Krieg. Masai, ein junger indianischer Krieger, will von Unterwerfung nichts wissen. Er führt auf eigene Faust einen verzweifelten Krieg gegen Fortschritt und Zivilisation, die er nicht versteht und deren Verkörperung für ihn der weiße Mann ist. Du wolltest den Heldentod sterben, nicht wahr, Masai? Aber der Krieg ist aus. Masai scheint das Spiel verloren zu haben. Doch kühn wie ein Löwe und listig wie ein Fuchs gelingt ihm mit der jungen Indianerin Nellen Lee eine abenteuerliche Flucht. Burt Lancaster in der Rolle des Masai. Ein Indianer, der keinen Kompromiss kennt und lieber ein Leben voll Gefahren und Entbehrungen auf sich nimmt, als sein Unrecht einzusehen. Um sein Ziel zu erreichen, kennt er keine Rücksicht. Neben Burt Lancaster spielt Jean Peters als Nellen Lee, die junge Indianerin, die bereit ist, mit dem geliebten Mann zu sterben. Jeder weiße Mann und jeder Indianer ist mein Feind. Und ich kämpfe gegen sie, bis sie mich eines Tages töten. Dann werden wir zusammen sterben. Der Kampf des letzten Apachen Masai ist in die Geschichte Amerikas eingegangen. Noch heute wird sein Name von den Indianern mit Ehrfurcht genannt. Das abenteuerliche Leben dieses indianischen Helden wird in einem Film gezeigt, der einem anderen unvergesslichen Filmwerk der United Artists 12 Uhr mittags an Spannung und Dramatik ebenbürtig ist. Ich werde immer kämpfen. Und wenn ich der letzte Apache auf der Welt wäre,